Was ist zu tun, um Dynamics 365 Finance and Operations oder Finance and Supply Chain Management mit einem Develop Repository, sprich Develop Documents oder Develop Documents von Microsoft 365 zu verbinden? Naja, um diese Frage zu beantworten, müssen wir natürlich zunächst mal überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel? Das Ziel könnte ja sein, dass wir sagen, Mensch, also wir generieren jede Menge Dokumente in F&O, entweder via Drag and Drop oder direkt, zum Beispiel, weil wir Angebots-Bestelldokumente etc. generieren. Diese sollen inklusive Metainformationen automatisch in dem DMS-Repository abgespeichert werden. Ja, darüber hinaus ist es eben auch relevant, dass wir genau diese Dokumente eben zu Vorgängen zusammenstellen können und dann auch aus dem Kontext unseres führenden Systems, nämlich Dynamics 365, aufrufen können. Und was wird dafür benötigt? Das können wir jetzt hier nachvollziehen. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich unser ERP-System, genauso wie eben unser Develop DMS-Repository. Ja, und dann eben eine entsprechende Möglichkeit, um zunächst Stamminformationen zu übertragen. Warum Stamminformationen? Naja, ich brauche ja Informationen über Debitoren, Kreditoren etc. Vielleicht brauche ich auch Auftrags- oder Lieferantenbestellvorgangsinformationen, die ich eben übertragen kann, damit ich nachher Informationen zu einer logischen Akte zusammenfassen kann. Ja, und wenn ich diese Voraussetzung geschaffen habe, dann kann ich natürlich eben auch hergehen und genau diese Dokumente, die ich gerade eben angesprochen habe, inklusive der relevanten Metainformationen in das DMS übertragen. Und ja, habe jetzt eben die Möglichkeit geschaffen, dass ich mehrere Dokumente zu einem Vorgang zusammenfügen kann. Und das Ganze, das möchte ich jetzt natürlich eben auch aus dem Kontext von Dynamics 365 heraus anschauen können. Ja, und somit ist bereits alles geschaffen worden, sodass ich in der Lage bin, ja aus dem Kontext meines führenden Systems zu arbeiten. Das haben wir hier gerade einfach mal dargestellt.